Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Gentlemen, start your engines, please. Eine weitere Folge von IGP Manager ist nun am Start. Mittlerweile habe ich Level 6 erreicht. Das heißt, ich kann mir neue Fahrer kaufen und habe das auch schon gemacht. Nämlich habe mir einen Amerikaner gekauft, Nicolas Diaz. Der ist ziemlich jung und auf den setze ich jetzt. Er hat noch absolut keine Speed Skills, das heißt Fast Corners, Slow Corners und Wet Weather ist noch sehr mies. Der Rest ist aber sehr gut. Das Talent ist sehr hoch, das heißt, da habe ich viel Zuversicht, dass er sich gut entwickeln wird. Die Moral ist auch sehr gut. Reflexe sind ganz okay. Das sind alles Werte, die sich relativ schwer steigern. Deswegen schaue ich, dass ich hier massive Werte habe und den Rest, der kommt dann von alleine. Die ersten Rennen einmal nur zum Lernen hier. Und ja, dann schauen wir mal, was sich daraus ergibt. Gruß habe ich als technischen Direktor engagiert, an dem kam ich nicht vorbei. Er ist auch ziemlich gut. Was hat sich sonst getan? Zisha Damerov, das ist ein Abonnent von mir, an der Stelle hallo. Und an der Stelle zeige ich auch einmal kurz sein Team her. Er ist auch in der Everyday IGP, wo ich auch drinnen bin, mit meinem ersten Account. Er ist bei Duster Racing und hat Leon Schwarz als Fahrer, 21-Jährigen, der zumindest hier ziemlich gut ausschaut. Physical schaut ganz gut aus, Speed scheint auch nicht schlecht zu sein, ist sicher ein guter Fahrer von Anfang, sehr günstig und jung, also da kann man sicher noch schön rein investieren. Hatte vorher einen, der retired ist, ja, da ist es immer ganz gut, auf junge Fahrer zu setzen. Ist man vielleicht nicht konkurrenzfähig von Anfang an, aber man hat hintenrum mehr davon. Ansonsten, ja, ein Rennen ist er bisher gefahren. Das war eines meiner miesesten Rennen bisher. Da bin ich so gar nicht in die Gänge gekommen. Und er ist 24. geworden. Ja. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, richtig, wir haben einen Levelaufstieg. Den zeige ich euch auch gleich wieder mal, wie gewohnt. So, es sollte nämlich jetzt bei Research richtig Curse frei werden. Das wird uns jetzt einen massiven Speedboost geben, darauf freue ich mich schon. Das heißt, wir können jetzt in den Rennen Curse verwenden. Dieses Kinetic Energy Recovery System, womit man in einer Runde einen gewissen Speed-Vorteil bekommt und diese Batterie sich immer wieder auflädt pro Runde. Ja, ansonsten hat sich nicht viel getan, das war eigentlich eh genug und ich melde mich, wenn es wieder was Neues zu berichten gibt. So, und wir sind zurück und diesmal in einem Rennen. Es ist ein Regenrennen. Das wollte ich mir unbedingt anschauen, denn ich bin auf Platz 1 und Platz 2 in der Startaufstellung. Echt eine feine Sache. Jetzt bin ich gespannt, wie der Regen animiert ist. So wie ich sehe, gar nicht. Nur durch die Gischt. Ja, das kommt Sigurd Jansen. Der hat jetzt Curse seit neuestem, da ich jetzt auch mit meinem zweiten Account auf Level 6 bin. Da waren welche an der Box. Tolle Sache. Und dahinter kommt Nera. In der WM sieht es auch richtig gut aus für beide. So, schauen wir mal. Ob der Sieger Bionsen reinkommt? Nee, der fährt weiter. Witzigerweise wieder Italien. Wäre auch mal ganz interessant, sich eine andere Strecke anzuschauen.
Wollte aber, wie gesagt, unbedingt mal ein Regenrennen testen und ich wollte auch unbedingt schauen, wie sich die Sache mit Curse verhält. Ja, DRS ist enabled. Eigentlich disabled, genau. Er ist nicht verfügbar, da es ein Regenrennen ist und bei Regenrennen darf man den Flügel, den Heckflügel nicht flachstellen. Kurzen Moment, ich mache mal das Fenster zu. Nara kommt gerade noch raus, bevor hier die Überrundeten rauskommen. 10. und 11. und 12. Ich bin mal gespannt. Ich habe unterschiedliche Strategien. Sigur Bjørnsen wird viermal reinkommen, Nara nur dreimal. Das könnte ich aber eventuell noch ändern. Denn die Tire Conditions sehen eigentlich sehr gut aus. Aber dadurch, dass Sigur Bjørnsen weniger Sprit an Bord hat, ist er schneller und kann sich einen besseren Vorsprung herausfahren. Bin mir nicht ganz sicher, warum er gerade Curse nicht verwendet. Gibt schon Leute, die chatten. Der schreibt, es tut ihm nicht leid, wenn. Ah, jetzt. Jetzt wird Curse verwendet, um hier vorbei am Überrundeten zu kommen. Das heißt, ich kann Curse nicht selbstständig einsetzen. Das macht er automatisch. Mit er meine ich den Computer. Ja, da hat einer geschrieben. Es ist nicht schade drum oder ihm tut es nicht leid, wenn die Leute nicht rechtzeitig zum Rennstart da sind, um sich den Wetterverhältnissen anzupassen. Und ja, ein zweiter dem dabei gepflichtet. Ist halt so, dass es eine Wetterlotterie ist und nicht von Anfang an klar ist, dass es ein Regenrennen ist, dann muss man halt kurz davor vom Rennstart nochmal reinschauen und gegebenenfalls seine Einstellungen noch einmal justieren. Die Leute lehnen es ab, Wet Tires draufzulegen. Ja, warum auch immer. Ich komme mit den Wet Tires gerade extrem gut zurecht. Wir überrunden gerade den 8.
Der wird 10 Stoffes machen, sagt er gerade. Das haben wir nicht vor. Die Reifen schauen soweit ganz gut aus, die Tire Conditions. Ah, okay, ich muss Curse manuell verwenden. Alles klar. Er switcht wieder wer zu Wet Tires. Das heißt, er aktiviert scheinbar nur automatisch, wenn er hinter einem Gegner direkt herfährt. So, da ist es jetzt gerade blöd. Das ist nur eine kurze Passage. Jetzt geht es gleich dem Sechstplatzierten an den Kragen. Der wird überrundet. Boah, irre schön. So, und jetzt kann ich wieder Vollstoff auf Kers geben. Boah, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Der zieht da vorbei ohne irgendwas. So, jetzt kann ich bei Nera Curse aktivieren. Und jetzt komme ich auf die lange Gerade. Und presse den Sigurbsen aus. So, selber machen wir mit Nera. Sigurbsen hatte gerade eine bisher beste Zeit. Das erkennt man daran, dass sie lila ist. Er ist die Bestzeit gefahren. Ich hoffe, dass sich Curse recovered. Da bin ich mir gerade gar nicht so sicher, ob dem der Fall ist. Denn normalerweise sollte sich ja Curse jede Runde recovern. Das fehlt hier aber gerade noch ein bisschen. Aber egal. Wir pressen es einmal schön aus. Das ist halt der Vorteil von den Live-Rennen, dass man da wirklich drauf Rücksicht nehmen kann und dass man da eben auch dementsprechend agieren kann. So, und jetzt noch einmal die letzten Curse-Reserven verballert. Schauen wir mal, was da rauskommt. Ob Curse eventuell noch einmal erneuert wird. Wenn nicht, wissen wir das auch gleich. Sigurd Jansson überrundet den Drittplatzierten. Das ist ja wirklich eine epische Vorstellung gerade. Die kommen vielleicht auch nur seltener rein. Ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich werde wahrscheinlich auch zwischendurch ein bisschen vorspulen, da es ja doch 53 Runden sind. Das könnte auf Dauer vielleicht doch ein bisschen langweilig werden. Die Tire Conditions sind noch sehr gut. 53%. Nichtsdestotrotz muss er irgendwann reinkommen.
Oh, ich habe gerade einen Fehler entdeckt. Der hat hier DRS. Das dürfte er ja gar nicht haben im Regen. Die schreiben gerade, dass sie weg wollen vom letzten Platz da hinten. Schauen wir uns mal die gesammelte Strecke an. Ja, schick. Gefällt mir gut. I like. Gut, dann spule ich ein bisschen vor und melde mich wieder, wenn es was Spannendes gibt. Ich warte noch ab, ob Sigur Jonsson in die Box kommt. Ja, Tatsache. So. Könnte jetzt spannend werden. Jetzt werden gleich die Leute aufschreien. Oh, der Erste in der Box. Alles klar. Da geht Nera nach vorn. Das hat sich jetzt dabei vielleicht noch nicht so ausgezahlt. Na, schauen wir mal. Er sollte jetzt eigentlich viel schneller sein als Nera. Auf Dauer. Könnte auch gar keine so schlechte Taktik gewesen sein. Der wird jetzt gleich einmal vorbeisausen da. Am Drittplatzierten wird den überrunden. Wahnsinn. Großartige Sache. Echt ein tolles Rennen. Kurz einmal, um euch die Standings zu zeigen. Wir sind dabei auf dem großartigen dritten Platz. Wir haben aber noch kein Rennen gewonnen. Das Beste war bis ein dritter Platz von Nera. Und die sind beide sehr gut in der WM gerade. Auf Platz 5 und Platz 6 finde ich richtig toll. So, und wieder gibt es ein kleines Update. Mittlerweile sind wir immer noch Erster und Zweiter. Wir sind circa bei Halbzeit und Sigur Björnsson kommt jetzt zum zweiten Stopp rein. Der Gap zum zweitplatzierten Nera beträgt schon 33 Sekunden. Da dürfte sich das ja richtig auszahlen, dass ich hier auf einer Vier-Stopp-Strategie bin. Nera ja auf der Drei-Stopp-Strategie. Ah, guck an, da war Richter an der Box. Das ist einer der Fahrer von einem meiner beiden Kollegen, die da gerade im Chat sind. Sind beide aus England. Einer 16, einer 18 Jahre, gerade erfahren. Der andere ist der, der dann auf den hinteren beiden Plätzen gerade ist. Für den läuft es gerade nicht so nach Wunsch. So, und jetzt bin ich sehr gespannt. Wir unterhalten uns gerade über Fußball. Wie das heutige Match ausgegangen ist zwischen Arsenal und Norwich, genau. Sehr schön. Sigur Bjørnsen ist weiterhin Erster. Das zahlt sich ja richtig schön aus, die Strategie. Wir haben dann nur noch einen Stopp, beide. Nera ist auf 65%, Tire Conditions, okay. Da geht noch ein bisschen, wird noch ein bisschen fahren. Na, dann hat sich das richtig toll rentiert. Coole Sache. Der Gap zu Miller beträgt ja schon eine halbe Ewigkeit. Interessant ist auch, dass sich DRS nicht, also DRS dürfte sich nicht enablen oder nur ab und zu. Jetzt werde ich wieder nicht in den Genuss kommen, da die Line für DRS hier ist, bei der blauen. Da müsste ich dann eine Sekunde hinter dem Vordermann sein. Ja, ansonsten Curse aktiviert sich nicht noch einmal.
Da kann ich drauf drücken, was ich möchte. Das ist leer. Bisschen schade. Ich hoffe, dass da im Mai-Update, was ja bald kommen soll, noch nachgefixt wird, sodass man DRS, dass man Curse eben auch öfter verwenden kann. Das wäre halt einfach realistischer. Ja, Nera fährt hier überrundet ganz brav. Die hat jetzt DRS gehabt. Auch das ist ja falsch, denn wie gesagt, DRS im Regen darf man ja nicht haben. Aber okay. Und Miller zieht da gerade vorbei, möchte den Anschluss an Nera nicht verlieren, ist aber halt eine Runde zurück. Gut, und ich melde mich dann später wieder, wenn es wieder irgendwelche spannenden News gibt. So, und da ist Sigur Bjørnsen an der Box zu seinem letzten Stopp. Er hat jetzt nochmal die Wet Tires drauf gemacht. Zum letzten Mal in der 43. Runde von 53. Kommt raus aus den Boxen und ist Erster nach wie vor. Nera jetzt erst bei Start und Sieg. Das heißt, in dem Fall war die die 4-Stopp-Strategie besser als die 3-Stopp-Strategie. Das ist halt immer unterschiedlich. Die Reifen haben mir an sich noch gut ausgeschaut, aber es ist halt doch ein Unterschied, ob die Reifen jetzt zu 30% abgenutzt sind oder zu 60% zum Beispiel. Und Sigur Bjørnsen mit frischen Reifen sauste da vorbei, überrundet schon zum etlichten Male. Extremer Gap von Sigur Bjørnsen zu Nera, 30 Sekunden zu Miller, das ist der mit mir im Chat ist, und seinem Kollegen Richter sind es auch, das ist eine Runde, glaube ich, oder zwei Runden sogar. Der hat wiederum auch ein bis zwei Runden Vorsprung auf den Hintermann und so geht es dann weiter. Zwei sind gar schon ausgeschieden. Wow! Tolles Rennen. Hier ist es auch noch ganz interessant, den Forecast. Das ist ja das, was man sich mit einem höheren Level kaufen kann, diese Wetterstation, wo es dann eben einen Forecast gibt, wo man einstellen kann, man möchte einen 5-Minuten-Forecast oder 2-Minuten-Forecast. Ich habe mich für 2 entschieden, weil man in 2 Minuten ein adäquateres Speed bekommt, also jetzt zum Beispiel in 5, weil da kann sich ja einiges ändern. Und man hat trotzdem noch Zeit zu reagieren. Könnte vielleicht auch auf 3 einstellen, um auf der Mittelposition zu sein. Ja. Da sieht man aber, da verändert sich absolut nichts. Kühl und Regen nach wie vor. Das heißt, da wird es wahrscheinlich keinen weiteren Stopp mehr bedürfen, dass man dann auf die Soft Tires fittet. Die geben noch einmal richtig Stoff, die sind gerade richtig gut unterwegs, Miller und Richter, aber ja, der Gap ist zu groß. Den ist es halt ganz gut, der kann sich jetzt noch, der kann noch anpassen. Die anderen sind hier gar nicht mal im Chat. Das heißt, die verfolgen das Rennen gerade nicht mit. Die haben einfach nur eingestellt, ihr Setup und der Computer startet eben dann automatisch das Rennen mit dem eingestellten Setup. Und das wird wahrscheinlich bei vielen ein Trocken-Setup gewesen sein. Würde erklären, warum die gar so weit hinten sind. Und da ich mich eben kurz davor eingeloggt habe, nochmal gecheckt habe, das Setup, ja, gibt es hier ein Regen-Setup und eine super tolle Fahrt von Sigur Bjørnsen und Nera. Ich war ja kurz davor, Sigur Bjørnsen zu feuern, weil Nera in der Saison einfach viel mehr Punkte oder ein paar mehr Punkte eingefahren hat, hat immer besser platziert. Jetzt ist es Sigur mit unterschiedlicher Strategie. Ja. Unterschiedliche Strategie. Er auf 4 und Nera auf 3 Stops. Das hat hier besser geklappt. Überrundet gleich den Sechstplatzierten. Wirklich, wirklich fein.
dann bin ich gespannt, ob irgendeine Animation kommt, irgendein Jubel über den Sieg. Glaube ich aber fast nicht in einem Textmanager. Ich werde mir übrigens auch noch einen Manager anschauen. Da habe ich einen Vorschlag von einem von euch bekommen. Den werde ich mir mal in Kürze anschauen, sobald ich da freigeschalten bin. Habe mich mal registriert und dann mal schauen, wann ich da die Zusage bekomme. Und dann werden wir den auch einmal checken und im Vergleich stellen zu vor allem IGP Manager, weil das ja die ähnliche Sparte ist, aber auch eventuell anderen Managern, die ich bisher angetestet habe. So, und ich werde mich gleich wieder melden, wenn es dann an die Zieleinfahrt geht. So, da bin ich wieder. Mittlerweile gab es Connection Problems. Mal schauen, ob das diesmal irgendwie funktionieren möchte. Denn wir befinden uns auf der letzten Runde. Sigur Bjørnsen sticht hier rein in die Doppel links-rechts, überrundet noch einmal. Die Rundenzeiten sehen soweit noch sehr gut aus. 1,24 sind die besten im Felde. Da gibt es sehr viele, die miese Rundenzeiten haben, die fahren einfach auf den falschen Reifen. Der fährt, glaube ich, auf Trockenreifen. Ja. Nara kommt auch gerade über Start und Ziel, befindet sich auch in der letzten Runde. Wir schauen nochmal, wie es sprittechnisch ausschaut. Da kommen wir locker über die Runden. 15 Liter, da tanke ich lieber. Mittlerweile bin ich eigentlich darauf gekommen, circa 20 Liter mehr zu tanken pro Rennen. Das klappt ganz gut. Sieht man hier, wenn wir jetzt mit plus 10 Liter ins Ziel kommen, hätten wir noch einen schönen Puffer, sollte da noch irgendwas passieren. Ist immer von Strecke zu Strecke unterschiedlich. Mal braucht man mehr, mal weniger, deswegen tanke ich einfach generell ein bisschen mehr. Yes! Und Sigur Bjørnsen gewinnt das Rennen für Volturnos. Das erste Rennen, das wir gewinnen. Die Reifen sehen soweit noch okay aus. 37% leuchten zwar schon rot, aber damit kommt man auch noch locker über die Runden. Die Rundenzeiten sind wirklich noch extrem gut. Oh, Miller hatte eine schlechte Runde. Dadurch ist sein Teamkollege noch vorbeigekommen. Und Nara ist jetzt auch im Ziel. Super Sache. Yes. Ja, er freut sich, dass er Dritter und Vierter geworden ist. Und der mit uns im Chat war, ist Fünfter und Sechster geworden. Race finished. Super, nächstes Rennen ist freigeschalten. Und schade, da hätte es ruhig irgendwie eine Sieger-Animation geben können. Sehr schön, Jens Sigur Bjørnsen wins for Volturnos in Italy. Tolle Sache. Da kommt Freude auf. Endlich wins won. Sehr schön, das ist sein erster Sieg. Schön, freut mich. Tolles, tolles Rennen. Wie schaut es jetzt standingsmäßig aus? Connection-mäßig schaut es wieder mal ziemlich übel aus, leider. Schauen wir mal, ob das heute noch aufgerufen wird. Ihr merkt es wahrscheinlich, ich hasse es einfach, wenn ich eine miese Internet-Connection habe. Es ist einfach was Mühsames, wo man nichts dagegen tun kann und den Launen vom Internet ein bisschen abgeliefert ist, und sowas mag ich eigentlich nie, wenn ich tatenlos zusehen muss. Dritter Platz, der ist mittlerweile schön manifestiert. Sigur Bjørnsen hat auch auf Nera wieder schön aufgeholt.
gab jetzt doch, ich glaube, 25 Punkte. Richtig, und 18 für Nera. Toll. Plus 2 Runden auf Miller und Richter. 4, 5, 6 und 7 waren die anderen hinten. Ja, Tropelias hat es ja voll verschlafen. Die sind ja normalerweise richtig gut dabei. Ja, hier so gar nicht. Kann für uns nur ein Vorteil sein, denn so haben wir wieder ein bisschen aufgeschlossen. Dann noch einmal eine kurze Übersicht über den Reifenzustand und den Fuelzustand. Das hat super gepasst, mit plus 13 ins Ziel gekommen. Die Reifen haben noch schick ausgeschaut. Das Objective, das Ziel war, Achter zu werden, haben wir erreicht. Deswegen gibt es 600.000 für Sigurbjörnsen. Und dasselbe gilt auch für Nera. Der hätte nur Siebter werden müssen. Ja, hat super geklappt. Tolle Sache. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und ich freue mich schon auf die nächsten Rennen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was ja, ein bisschen was aufmachen da. Die ersten vier noch ein bisschen aufmachen. Mal schauen. Oder zumindest Nikolewski. Der ist in Schlagdistanz. Ein paar Rennen geht es noch. Und dann muss ich überlegen, ob ich mir neue Fahrer suche. Ich habe jetzt eben schon Level 6, das heißt, ich könnte mir schon bessere Fahrer suchen, die ein besseres Talent zum Beispiel haben als Sigurbjørnsen. Dabei bin ich aber sehr happy mit meinen Fahrern, eben gerade jetzt auch durch den Sieg. Das gibt doch wieder Motivation und so sehe ich vorwärts in die nächsten Rennen. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen und man sieht sich.